Also für die Jungs kommt es darauf an, sich hier einzustimmen auf die deutschen Jugendmeisterschaften in Wattenscheid. Sie haben keinen internationalen Höhepunkt, die U18-Jungs, sondern nur einen nationalen. Wir feuern natürlich trotzdem hier an. Und innen mit der 367 Julian Schmid. Er ist als Erster an der Hürde und sieht da am sichersten aus. Zieht noch einmal zur nächsten Hürde. Dann die vorletzte, auch die schafft er mit dem Beinwechsel jetzt. Und dann tankt er sich ins Ziel. Letzte Hürde, ja, kann man noch ein bisschen was machen. 40,2 inoffiziell.